Hallo und willkommen zurück zu The Infected mit der Selina. Jo, und wer die letzte Folge geguckt hat, haben wir ja hier die Bretter und da das Aluminium. Ich habe jetzt nochmal das Aluminium geholt und es waren tatsächlich nochmal zwei Stücke drinne. Das heißt, sobald das fertig ist, können wir da draußen das wundervolle Ding bauen. Und ja, dann kann es losgehen. Aber ihr seht ja, hier oben müssen wir noch ein bisschen was planen. Müssen wir noch ein bisschen was machen. Also, ich würde sagen, man kommt rein und hat erstmal natürlich den Werkraum. Ja? Den schließen wir dann hier auch ab. So. Zack. Das wird dann die Küche. Ja, die Größe muss die jetzt nicht sein. Ne? Wollen wir noch so einen kleinen Flur machen? Also hier wollte ich eigentlich das Schlafzimmer reinmachen. So. Na, 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 na. Wollen wir noch so einen kleinen Flur machen? Ah, ohne Fenster ist das doof. Ich meine, ja, ihr könnt jetzt natürlich auch argumentieren, so, warum machst du da überhaupt irgendwas? Aber ich find das schön. Ich habe eine Idee. Und zwar wird das hier das Schlafzimmer. Und das hier bleibt einfach offen. Also ein Wohnarbeitszimmer. Okay. Ja. Man hat halt auch nicht, also was jetzt so Lebensqualität hier in dem Spiel angeht, hat man jetzt nicht wirklich was. Da kann man sich jetzt nicht frei entfalten. Ups, das war jetzt falsch rum. Und ja, das ist mir jetzt ausnahmsweise mal wichtig. Entschuldigung. Alles gut. So. Ja, wo bist du jetzt? Kommst du her? Sehr schön. Gleich tot? Gleich tot? Mit einem Schuss in die Schulter? Junge, was ist mit dir passiert? Da muss doch vorher noch irgendwas gewesen sein. Wenn er so einfach umfällt. Bin ich ja gar nicht mehr gewohnt von denen. Okay, ich wollte mir noch einen Knochenspeer. Oh, hallo. Ha, hi, dear. Ja. Wie ist denn das? Kann ich auch Fische im Wasser? Ich glaube schon, ne? Kann ich doch auch mit Pfeilen bilgen. Abschnibbeln. Hoch. Hallo? Okay. Mit so viel Andrang zu meiner Person habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein Stein. Wow. Wow. Ein Stein. Habe ich mir schon immer gewünscht. Okay, wir werden da ja gleich. Ja, wir müssen das sowieso gucken. Weil wir haben jetzt oben, müssten die Kohlenhydrate langsam auch mal fertig sein. So, traut das Heimglück allein. Ja. Was jetzt natürlich ein bisschen schade ist, dass das läuft, ne? Aber wir können ja. Ach, schmeißen wir ein paar Steinchen rein. Schmeißen wir ein paar Steinchen rein. Was soll schon passieren? Sie verbrennen. Also, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so damit aus. Achso, doch, einer kann ja bleiben. Aber ist das so ein Ding? Passiert das wirklich? Moment. Wofür habe ich denn die 5 gebraucht? Ich bin auch komplett verstrahlt, oder? Ja. Aber komplett verstrahlt. Aber wirklich komplett verstrahlt. Ich brauche halt einfach noch 6.
Ich weiß schon, dass ich mich in den Gomeran ausschimpfen werde. So, hoch. Vogel. So. Okay. Ja, wir haben jetzt Strom. Aber der Gerät läuft noch nicht. Oh Mann, wie konnte ich mich so verrechnen, kann man jetzt eigentlich schon sagen. So, dann haben wir hier noch Kreissäge. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller, ne? Aber soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich noch lange nicht. Ich würde tatsächlich gerne das hier bauen. Benötigt Strom, weil momentan können wir es noch. Wir können es dann anhalten. Elektrikteile, Mechanikteile, Eisenbarren. Werden auch langsam, also langsam werden sie weniger. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier noch ein paar Eisen-Nuggets herstellen. Zack, zack, zack. So. Wenn wir es schon liegen haben, ne? Ah, ich habe auch so das Gefühl, dass es viel, viel länger hält. Das endet gar nicht mehr. Ist das ein Bug? Sind wir gerade live bei einem Bug dabei? Ich meine, ein bisschen freuen würde es mich ja. So. 11. Also noch 9 Stück. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack, zack. So, Elektrikteile und Mechanik. Ich glaube, ich mit Mechanikteile habe ich, glaube ich, nicht mehr. Elektrik müsste ich haben. Die habe ich ja rausgeholt aus dem Ofen, glaube ich. Also ich muss generell alles von dem Zeug herstellen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich schmeiß jetzt einfach alles da rein. Irgendeiner wird schon die Kiste aufräumen. Ich glaube, ich weiß wer. So, ich glaube, ich weiß, wer zwei Daumen hat und das macht. Okay. So, 4 Stück. Ist eigentlich. Ah, das geht nicht leer. Das ist jetzt ein Bug. Eigentlich ja nicht, aber cool. Hier oben, das wollte ich noch fertig bauen, ne? Dafür waren ja eigentlich die. Ver ja. Ich habe voll den Plan. Also, ich setze mich immer vor den Folgen hin und erstelle ein Konzept, was ich in den Folgen dann bearbeite. Ihr merkt, dass ich das nicht tue. Just, ist es okay, dass ich das spontan mache? Ich meine, ich habe immer so ein grobes Denken, was ich so machen könnte jetzt als nächstes, worauf ich so Lust habe. Aber ich setze mich da ja nicht hin mit einem Konzept und denke darüber nach, was ich jetzt machen könnte. Vielleicht sollte ich das ändern. So. Wir ernten erstmal so die erste Reihe und machen daraus Essen. Dosen. Essen. So. Zack. Zack. Da, da, da. Das muss er auch fixen, dass man das mit alt macht. Das würde mich so freuen. Aber das ist echt verbuggt. Seht ihr es? Und es geht wirklich dermaßen langsam. Okay. Wir hatten hier hinten das zum Anrichten. So, zack, zack, zack. Immer das Gleiche mit euch, immer das Gleiche. Komm doch her, huh? Jetzt bist du ganz schnell still. Das ist auch, glaube ich, weil das Haus so groß ist. Okay. Das dreht sich. Es war so klar, dass wenn ich mich hier wieder hinstelle, dass die wieder anfängt. So, nice. Schaut euch das an. Oh. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Nicht so aggressiv. Oh, wo haut der? Wo haut der? Nicht auf das. Nicht auf das Fundament. Du.
Nie mal im Kopf getroffen. Die stand direkt vor mir. Ehrlich jetzt. Ist da noch ein Schweinchen? Oh. Es sieht so traurig aus. Wo ist der jetzt hin? Oh Gott, der hat nur noch 40. Ich muss ihn unbedingt reparieren. Ich muss das unbedingt reparieren, reparieren. Oh, ich höre dich, Schweinchen. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ich brauche Fleisch. Genau, dich. Dein Fleisch brauche ich. So. Ich sollte am besten jetzt keine Steine mehr ins Inventar nehmen, weil ich glaube, ich habe genug Steine. Ah, jetzt bewegt es sich auch wieder ein bisschen. Okay, müssen unbedingt reparieren. Wir haben aber wieder keine Bretter mehr. Das heißt, wir gehen schnell los. Müssen Bretter herstellen. Weil ich muss das Fundament unbedingt reparieren, bevor die es mir kaputt machen. Weil das wäre. Fatal wäre das. Fatal. Da würde ich viel weinen. Weil, wie gesagt, finde ich das so. Andererseits, es könnte tatsächlich sein, dass ich trotzdem das Fundament hindun kann. Ich habe mir nämlich im Nachhinein überlegt, dass es sein kann, dass ich nur gewisse Flächen, also man hat es ja auch gesehen, wenn ich die Sachen versucht habe hinzustellen, dann konnte ich es nur auf bestimmte Orte tun. Es kann halt sein, dass es irgendwie eine komische Erhöhung oder so hat, genau an den Stellen, also genau daneben. Ich kann es ja jetzt nicht rausfinden. Ich kann ja jetzt schlecht das Fundament wegnehmen und dann mal kurz drunter gucken. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, ich kann das gar nicht in Erfahrung bringen, ob ich da genau an derselben Stelle nochmal ein Fundament hinstellen könnte. Es ist mir jetzt aber auch ehrlich gesagt zu gefährlich, es rauszufinden. So, ernten. Ernten. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass hier das Ernten nicht richtig geht. Naja. So. Schmeißen wir mal eine Melone raus. Eine essen wir. Ernten. Zack, zack. Gibt's hier lecker Melonen? Dosen. Fruchtsalat, genau, Fruchtsalat. Und dann das hier. Und dann kommt alles wieder rein. Und wird nochmal angepflanzt. Nur mehr. Ich sollte vielleicht noch die anderen Melonen holen. Ah. So, und im Endeffekt, wir werden einfach richtig viele Sachen haben. Richtig viele Sachen. Das wird richtig schön am Ende. So. Ich werde auch, wenn ich noch Platz habe, werde ich einfach nur Gurken machen. Weil die kann man auch zwischendurch so snacken, einfach um das Leben wiederherzustellen. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, wie ich das mache mit, im Winter. Aber ich hoffe mal, dass ich bis zum Winter ein paar mehr Dosen habe. Und ein paar mehr eingelegt. Mehr eingelegtes. Okay, Melone, Melone, So, es stimmt, wir brauchen ja sowieso mehr Kartoffeln. Also wäre halt auch klug, ein paar Kartoffeln zu machen, weil wir werden jetzt auch langsam hoffentlich. Sagt mal. Kochen können. Ja, Herd. Früher oder später. Die kommen die auch hier hin. So. Was koche ich mir heute? Was koche ich mir heute? Ich koche gern für mich allein und auch für andere Leute. Eisenbahn, Feuerholz. Easy. Easy. So habe ich das vorher nicht gemacht. Das müsste ich doch zur Genüge haben. Zack. Zack. Ja, okay, Eisenbarren sind alle. Okay. Wie sieht es eigentlich hier draußen aus? Da habe ich noch nicht die Mechanikteile und so gebraucht, ne? So, das Problem ist mit den Mechanikteilen, die muss ich auf jeden Fall erstellen. Ich brauche noch fünfmal Aluminium. Eieieiei. Ja, jetzt seid ihr aber live dabei, wie das so läuft. Was ich normalerweise
wo ich euch normalerweise ja nicht mitnehme. Ich hoffe, das ist okay. Gegenstandspedia, Rohstoffe, nee. Sonstiges. Wird an der verwitterten Werkbank ein Eisenbau. Easy. Easy. Gut. Sagen wir es mal so: Eisenbahn habe ich halt nicht mehr so viel. Es waren 5, oder? Ich hoffe, es waren 5. Ich hoffe, es waren 5. Es waren sogar nur 4. Sehr schön. Okay. 10 mal Sand, 10 mal Lehm. Das müssten wir haben. So. Oh, wir haben hier sogar noch. Zack. Warum liegst du hier so rum? Komm doch mit mir. Ja, jetzt wird es auch langsam Zeit, dass wir Lehmfarben gehen. So. Was ich übrigens auch rausgefunden habe, ist, dass man in diese Regale auch sowas hier reintun kann. Finde ich auch sehr nice. Hä? Ich hatte doch viel... Oh, das ist eine andere Kiste. Und mit andere Kiste meine ich im alten Zuhause. Okay. Also, ja, jetzt aber hier, wenn ich das Lagerfeuer habe, dann will ich jetzt nicht rumrennen. Und Feuerholz ist ja auch easy peasy, kein Problem. Geh ich, hole ich schnell. Also, vielleicht soll ich nochmal schlafen? Nö. Einfach nö, weil hab. Bis auf Wasser. Wasser sollte ich vielleicht nochmal abkochen. Achso. Oder auch nicht. Ach Gott, schaut euch das mal an. So viel Fleisch, Fisch. Alles. Okay. Die zwei letzten Fleisch, die bewahre ich, glaube ich, auf, oder? Ich meine, so alles, was ich jetzt den Winter über nicht hatte, das brauche ich jetzt natürlich. Da haben wir auch schon das schöne Feuerholz. Das heißt, wir hauen das Holz und das Feuerholz. Oh, hier, sogar beides in einem. Sehr schön. Sehr schön. Ach, ich habe das mal, ja, Werbung in eigener Sache, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich streame jetzt mittlerweile wieder regelmäßig auf Twitch. Jeden Montag und jeden Mittwoch. Also, wenn du möchtest, kannst du gerne vorbeischauen und dich mit mir unterhalten. Und, ja. Ja. Live verzweifelt schreien, wenn ich wieder Mist mache. So. Können wir den großen fällen? Na, schade. Okay, ansonsten wollte ich jetzt noch Aluminium. Gucken. Wir haben halt das Feuer drin. Was? Wieso komme ich jetzt hier das Ding nicht hoch? Oh Gott. Da. Warte kurz. Warte. So. Manchmal weichen sie nämlich noch aus. Also ich weiß, das sind die absichtlich aus. Ich weiß, dass sie nicht absichtlich ausweichen. Aber die tun es halt. Das finde ich nicht schön. Ach komm, jetzt sind hier 3 drin. Mir fehlt ein einziges. Okay, ich bin gerade überlegen, ob wir jetzt nochmal kurz warten. Wir warten nochmal kurz, oder? Ja, kann ich? Gut. Ganz normale Lagerkiste, wunderschön. Und nochmal hier ein bisschen sortieren. Oder auch nicht. Mist. Kann ich die Kohle auch... Nicht schade. Es hätte sein... Gut, es hätte eigentlich nicht sein können. Ich weiß. Okay. Ich weiß, 14 Sekunden. Wir warten die 14 Sekunden ab. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es kommt dann noch ein Aluminium raus. Das letzte, das wir brauchen. Ansonsten... Nicht traurig. Richtig traurig. Ja, ja, ja. Oh, das Spiel liebt mich. Ich liebe dich auch, Spiel.
Lass uns Kinder zeugen, was? Schatz, es tut mir leid. So. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht genug Sand und Lehm. Ja, müssen wir mal holen. Ich meine, jetzt haben wir den Strom, jetzt haben wir alles liegen. Ich warte. Ich werde, glaube ich, gleich einfach mal schnell rüberlaufen und die Sachen holen. So, rein damit. Huch. Ja, genau, das brennen wir auch mal, weil tut gut. Wo? Wieso sehe ich dich da? Ich habe das gerade, also wirklich, ich habe das gerade einfach überhaupt nicht gesehen. Irgendwie so komplett verstrahlt. Zack, zack. Okay, dann können wir das hier als nächstes. Ich glaube tatsächlich, wir haben hier kein Kupfer mehr. Also Kupfer, einzelne Kupferteile. So. Das heißt, ich laufe jetzt sowieso gleich nochmal zurück. Okay, Leute. Wir machen Folgendes. Ich mache einen kleinen Cut rein. Laufe jetzt zurück. Hole das ganze Lehm und den ganzen Sand, den ich noch in den Kisten drüben habe, mit hierher. Und wir sehen uns dann in aller Frische hier. Ja? Mit aller Frische meine ich jetzt nicht, dass es am nächsten Tag, in der nächsten Folge. Weil wir haben ja noch ein bisschen. Das würde ich jetzt gerne dann noch machen. Obwohl, wir können jetzt noch dann die letzten gleich reinschmeißen. Machen wir so. Okay? Also, das kommt jetzt schon mal hier rein. Das schmeiße ich jetzt gleich rein. Oder geht das nicht? Das kommt hier rein. Das kommt genau da rein. So. Und dann laufen wir gleich schnell, ne, rüber. Schmeißen das dann alles rein. Und wir haben ja dann auch keine, also nicht diese Verschwendung. Weil jetzt momentan ist es ja so, die Flamme wäre halt verschwendet, aber so, dadurch, dass wir die Sachen sowieso schon brennen haben, wissen wir ja, alles gut. Alles gut. So. Okay. Huch. Hier ist jetzt ein kleiner Cut für euch. So, und ich wollte euch mal zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Also, ich habe die Fenster noch nicht fertig gebaut. Und ansonsten hier läuft noch der Generator. Der hat auch noch ein bisschen Öl. Ich hatte halt noch ein bisschen Öl nachgeschmissen letztes Mal. Und ja, die muss ich gleich auch noch bepflanzen. Aber wir haben ja auch hier auch Samen auf Vorrat. Das klingt so falsch. Nee, da war immer eins, ne? So. Okay. Also. Dann werden wir jetzt. Nee, werden wir nicht, weil ich vergessen habe, einen Speer herzustellen. Wir werden demnächst irgendwann. Tut mir leid. Werden wir dann noch Fisch jagen und Fleisch und das hier auch hinhängen, sodass wir das auf Vorrat haben. So wie das saubere Wasser. Das hat wenigstens schon mal richtig gut funktioniert. Aber wir haben ja sogar noch ein bisschen Fleisch. Dann hängen wir das doch hier hin. Dann haben wir das für die Zukunft. Okay. So. Hier liegt die Axt. Ha! Okay, ich habe hier das weggemacht. Und hier haben wir noch die ganzen Sachen. Der Webstuhl ist mittlerweile übrigens draußen. Der wartet darauf, also hier ist auch nichts mehr drin. Der wartet auch darauf, abgeholt zu werden. So. Also falls ich da irgendwas brauchen werde, werde ich es mir dann einfach holen. So wie im richtigen Leben. Nein, eigentlich nicht, überhaupt nicht. So. Und ansonsten werde ich wohl noch sehr viel Steine jetzt dann malen müssen. Das heißt, ich werde jetzt sehr viele Steine farmen. Wir können ja ein paar Sachen schon mit rübernehmen. Weil das hier soll auch wirklich einfach nur so als, ja, wenn ich sowieso hier bin, kann ich die Sachen dann auch benutzen. Aber ansonsten würde ich dann. Oh Gott, ich bin überladen. Okay, das Fett lassen wir hier. Immer noch überladen? Ja. Schade, dann lassen wir auch die Knochen hier. Der Rest ist nämlich wichtig. Also wichtiger als das. Okay, dann gucken wir mal, was wir essen können. Weil. Achso, ja, gut. Nichts. Daraus kann ich sogar tatsächlich was herstellen.
Okay, wir gucken mal. Das ist eigentlich alles nicht so, ne? Oh, der Talg. Einfach Gewicht 16. Hä, immer noch? Uiuiui. Okay, das sind immer zwei. Ja, gut, das ist aber sowas möchte ich. Das ist ja der Leben. Ist halt 10, ne? Ist halt Gewicht 10. Das heißt, das hier, das ist vom Gewicht 0,5. 1, 1. Ah, Mann. Okay. Dann, wir lassen noch ein bisschen was hier. Was habe ich denn ge. Ich habe das Fischöl gebraucht, um die besseren Verbände herzustellen. So. Wieso machen wir das nicht? Wieso machen wir das eigentlich? Ein Plastik, weil wir das Plastik drüben haben. Fischöl, Pflanzenfasern. Wir hätten tatsächlich alles, ja. Wir könnten drei von diesen Dingern herstellen. Es ist halt aber, es wiegt halt aber auch eins. Eins ist halt nicht viel. Ich bin ehrlich, so. Ja gut, der Sand ist das kleinste Problem. Ich meine, das hier muss ich so oder so farmen. Ich will das nicht hier lassen. Ich will aber das Glas nicht hier lassen. Irgendwas muss ich. Ich lasse das hier. ja. Oder ich laufe so nach Hause. So schön spazieren gehen. Oder ich tue alles da vorne in die Kiste und lauf so. Das mache ich auch. Das mache ich auch. Ich nehme mal das ganze Kupfer mit, das jetzt noch hier ist. Und wahrscheinlich habt ihr das alle auch geschrien. Ich tue das doch in die Kiste. Mann, denk doch mal nach. Wir haben es dir doch beigebracht. Entschuldigung. Also, ja, so stelle ich mir euch vor. So. Nein. Das hat natürlich immer ganz freund. Also wirklich, das muss ich wirklich sagen. Ich fand das so klasse, dass das einfach normale Kritik geschrieben wurde, ohne irgendwie, ja, beleidigend, ja, nicht mal beleidigend, sondern ihr habt halt wirklich sehr, sehr nett Kritik geschrieben. Ja. Wirklich schön konstruktive Kritik, ohne angreifend zu sein oder sonst irgendwas. Und da habe ich, also sowas finde ich zum Beispiel schön, wenn das nicht so böse ist. Also ich glaube, den Unterschied merkt man, glaube ich. Ich denke sowieso nicht böse von Menschen. Ich weiß zwar, dass alle Menschen böse. Oh. Nein. Oh Gott. Renn! Das war so nah. Das ist hundertprozentig ist das Vieh hinter mir. Hundertprozentig. Das war so nah. Ein Schaf habe ich noch gar nicht. Ach komm, ich habe doch voll auf deinen Kopf gezielt. Okay. Beim zweiten Mal hat es geklappt. Ha! Wie gesagt, ich brauche sowieso ganz viel Fleisch und ganz viel Fisch. A, zum Herstellen der leckeren Eintöpfe. Ich glaube, das waren Eintöpfe, ne? So. Okay. Wir laufen jetzt mal den Weg zusammen. Weil ich habe ja angefangen euch was zu erzählen, als ich losgelaufen bin. Und jetzt habe ich mir auch überlegt, so, man kann ja mal den Weg zusammen laufen. Ah, okay. Es ist Morgendämmerung. Oh, hier haben wir noch Mais. Ist halt schön. Weil kann alles schön zu Biotreibstoff werden. So, jetzt hier. Wir sind fast in meinem Berg, Leute. So. Nice. Da ist auch schon unser Zuhause. So. Und ich würde sagen, wir bauen dann gleich das Öl fertig. Und werden ganz viel Zement. Nein. Gott. Ui, die Kiste hat mein Leben gerettet. Diese Kiste hat mein Leben gerettet. Sie wird einen Ehrenplatz bekommen. Entschuldigung. So, was wollte ich sagen? Bevor ich mich verlaufen habe, weil ein Wolf mich angegriffen hat. Ich werde ganz viel Zement herstellen. Und mit der Gerät. Ganz viel Öl. Werde mein Lager sortieren. Werde es wieder auffüllen.
was ja auch wichtig wäre. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder und bauen dann wieder ganz viel. Was haltet ihr davon? Wir planen dann ganz viel, bauen dann ganz viel. Ich würde sagen, ich ziehe hier eine Decke rein. Ich denke mal, ich brauche jetzt nicht jedes einzelne Ding hinzusetzen. Ihr wisst, wie so eine Decke gebaut wird. Ansonsten baue ich noch nicht weiter. Und das machen wir ja dann mal zusammen, die Planung. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.